Moin Trader und herzlich willkommen zur 1077. Rohstoff Tagesausgabe der Formationstrader am Dienstag, dem 10. November 2015 zur Late Night Ausgabe. Es ist schon fast 22 Uhr. Heute redet keiner mehr darüber und deswegen tue ich es. Sportnachricht des Tages: Heute vor 6 Jahren hat Du bist das Herz unseres Lieblingsvereins, Robert Enke Nummer 1, sich das Leben genommen. Warum erzähle ich Ihnen das als Sportnachricht des Tages? Ich persönlich habe nie unter der Depressionskrankheit gelitten. Deswegen kann ich mir nicht und darf ich mir auch nicht anmaßen zu sagen, wie es sich anfühlt oder wie, wer, warum auch sich zu verhalten hätte. Ich kann aber einen Wunsch äußern. Denn ich würde mir wünschen, dass Menschen, die ihre Depressionskrankheit überwunden haben, viel mehr darüber sprechen können. Denn die können unglaublich stolz auf sich sein. Und das würde wiederum denjenigen, die aktuell unter dieser Krankheit noch leiden, es vielleicht einfacher machen, darüber zu sprechen. Es ist eine Krankheit wie Husten, Schnupfen, Lungenentzündung, Beinbruch. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass unsere abendländische Gesellschaft das als Krankheit anerkennt und diese Menschen unterstützt. Kleiner Wunsch. Am Dienstagabend, nicht so lustig, ist aber Teil des Lebens. Und damit der Blick auf die Rohstoffliste. Wir sehen Platin plus 0,2%, Gas plus, jetzt habe ich es verstanden, Gas plus 0,2%, also folgendes. Es ist ja 22 Uhr, entschuldigen Sie bitte, ich habe gerade hier auf Palladium geguckt und habe gesehen, plus 0,14% und war gerade irritiert und dachte, was ist denn hier passiert? Palladium war doch den ganzen Tag plus 2%. Und jetzt hat mein Hirn gerade kurz gerattert, deswegen habe ich langsamer gesprochen. Die COMEX, die NYMEX, der elektronische Handelstag ist bereits zu Ende und ein neuer elektronischer Handelstag hat schon wieder begonnen. Und entsprechend haben wir hier neue Kurse und deswegen ist Palladium plus 0,2%. Wir hatten hier Brent und Crude plus 0,7% bis plus 1%. Und Gold und Silber stimmt aber nach wie vor, denn das sind ja Spotmärkte und die werden je nach Sommerzeit, Winterzeit um 1 bzw. 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit umgestellt. Und das hätten wir also auch abgefrühstückt. Jetzt der Blick auf Gold. Und bei Gold muss man sagen, wir hatten hier Hauptbewegung, Nebenbewegung, also Stange, Flagge. Und dann setzt sich die Stange hier fort. Wir brechen die 1100, eine wichtige horizontale Unterstützung, konsolidieren. Und normalerweise, wenn man sich diese Bewegung und diese Bewegung anschaut, müsste man annehmen, dass der Markt hier nochmal eine Fortsetzung macht. Macht er nicht, sondern der macht eine sehr starke Bewegung. Und dann im Anschluss haben ja die Bullen Unterstützung gefunden im Bereich der 1100 und haben im tertiären Trend, also ganz kurzfristig, einen Aufwärtstrend gebildet. Die sind über die 61,8% dieser Marke gegangen und damit ist das hier eine eigenständige Bewegung. Das ist eine Hauptbewegung, das ist die nächste Hauptbewegung. Sieht zwar aus wie eine Bärenflagge, aber geht über die 61,8% die Tracement-Marke. Damit will ich Ihnen nicht sagen, dass ein solcher Trend nicht bärisch aufgelöst werden kann. Wenn wir in zwei eigenständigen Hauptbewegungen sind, ist eine solche Bewegung selten, dass der Markt ein Pullback macht und dann in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tagen, 7 Tage tiefere Tiefs macht. Und ich schätze mal, das sind $100. Lassen Sie mich mal gucken. $97,50. In einem Rutsch hinlegt. Selten, aber alles kann natürlich passieren. Und wenn ich mir diese Bewegung ansehe, dann bin ich fast angehalten zu singen, das ist der Edelmetallbär. Der macht uns oft das Leben schwer. Kennen Sie noch Lila Launebär? Kennen Sie nicht? Ich auch nicht. Ich habe es immer weggeschaltet, sobald diese erste Strophe kam. Das ist der Lila Launebär. Der macht uns oft das Leben schwer. Und deswegen kenne ich die Sendung auch nicht. Aber das hat sich in mein Hirn eingebrannt. Und bei dieser Bewegung musste ich daran denken. Denn der Bär findet immer wieder Stärken und schafft es, kurzfristige Trends sehr stark bärisch aufzulösen, auch sehr dynamisch bärisch aufzulösen, ohne dass er dann wirklich Fortsetzungsmuster bilden kann, übergeordnete Fortsetzungsmuster bilden kann. Hier hatten wir zuletzt miteinander besprochen, das war ja die letzte Ausgabe, die ich Ihnen zur Verfügung gestellt hatte, dass eine wichtige aufsteigende Trendlinie bärisch aufgelöst worden ist und damit die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Richtung 1100 Dollar laufen sollten, möglicherweise hier sogar in diese Tiefs im Bereich des 1085 größer ist. Das machen wir. Ich hätte Ihnen aber auch gesagt, ich persönlich würde hier nicht additiv short gehen, sondern erst wenn der Markt nochmal eine Gegenbewegung macht in Richtung 1130, denn wir waren schon vor 4 Handelstagen überverkauft. Macht er nicht. Interessiert die Bären nicht. Die machen mir das Leben schwer und es wird in einem abverkauft.
Okay, wir kommen also hier an die erste potenzielle Zielzone heran. Das, was der Markt gerade macht, ist mehr bärisch. Es ist eine Seitwärtskonsolidierung nach einem heftigen Abverkauf. Das heißt, es ist nicht so, dass die Bären jetzt ihre Shorts glattstellen. Es ist nicht so, dass irgendjemand diese Unterstützung kaufen will, sondern wir laufen einfach nur seitwärts. Und wenn diese Seitwärtsphase zum Beispiel noch einen dritten, vierten Tag anhält, muss er nicht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir in Richtung 1070, 1065 laufen. Diese rote Linie hier, Unterstützung, 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 dass wir hier hinlaufen könnten. Das wäre eine übergeordnete Unterstützung. Wenn der da drunter fällt, dann ist 1000 Dollar möglich. Die Frage ist nur, ein überverkaufter Markt, wenn er sofort losrennt, macht er genauso wie hier, dass er dann rausbricht und wieder zurückkommt oder rennt er dann durch? Keine Ahnung. Darüber muss ich mir keine Gedanken machen. Ich muss mir darüber Gedanken machen, ob ich tradebare Setups kriege. Ich kriege nur tradebare Setups, wenn er sich hier eine Weile Zeit lässt und diese überverkaufte Situation abbaut und dann neue, frische Bären in den Markt kommen. Dann würde es mich interessieren. Ansonsten jetzt, selbst wenn er morgen jetzt nochmal eine 50-Dollar-Bewegung macht und dann nochmal die 20-Dollar hinterher macht, das Geld gehört jemand anderem. Ich würde hier nach dieser Bewegung so kurzfristig nicht additiv shorten in den Markt gehen. Erstens. Zweitens, kaufen. Nee, K und D-Linie umeinander. Keine Unterstützung vom Momentum. Wir haben hier eine bärische Konsolidierung. Wir haben für den Fall, also sagen wir es so, für den Fall, dass den Bullen es gelingt, deutlich per Tagesschlusskurs oberhalb von 1000 zu gehen oder per Stundenschlusskurs oberhalb von 1100 zu gehen, können wir ein Bear Pullback machen. Lassen Sie uns mal eine Sache gucken. Ich hätte jetzt gesagt, immer noch. Genau, immer noch an die 1123, möglicherweise 1130. Dann ist wieder mit erneuter Stärke der Bären zu rechnen. Das heißt, falls hier kurzfristig Stärke reinkommt, wäre für mich das wieder interessant, hier an diese Zone zu traden. Und nicht, dass ich sage, okay, jetzt läuft er sonst wohin. Aber da muss erstmal Stärke reinkommen. Ich würde hier im Moment erstmal gucken. Wenn der konsolidiert, dann erste Zone. Wenn er hier hinkommt, nochmal konsolidiert oder ein Pullback macht und hier langläuft, dann die zweite Zone. Ansonsten, wenn es den Bullen gelingt, hier über diese 1100 zu gehen, ganz kurzfristig einen Doppelboden zu bilden, dann ist das ein Bear Pullback auf Tageschartbasis und hat nochmal Potenzial, zumindest an diese Tiefs zurückzulaufen. Silber ebenfalls. Also ich hatte Ihnen ja gesagt, das hier ist eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Schulter, Kopf. Schulterformation, Nackenlinie mit Volumen, offene Lücke gebrochen. Da habe ich gesagt, okay, wenn die Lücke geschlossen wird, durchaus interessant. Spätestens 15 Dollar. Wir machen nicht einmal das höhere Hoch. Schauen Sie sich das an, das ist alles tiefere Hochs und das ist auch alles tiefere Tiefs. Keine Zeichen der Stärke. Der Markt rutscht hier durch. Wo sind wir denn jetzt? Im Bereich einer möglichen horizontalen Unterstützung bei 14 Dollar, im Bereich einer fallenden Linie, die von 2013 kommt, oder täusche ich mich? Ne, die kommt von hier. Unterstützung, Unterstützung, dann drunter gefallen, wieder reingekommen. Potenzielle Unterstützung 14,20. Und wenn ich Ihnen einmal den Wochenchart zeigen darf, und das zeigt für mich, wie schwierig dieser Markt ist. Wir kämpfen hier zwischen November 2014 einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal mit dem Hammer. Dann rutschen wir durch die 15,30 durch. Da machen wir noch eine Woche das tiefere Tief, konsolidieren, kommen nochmal zurück ran. Wird man sagen, okay, das ist jetzt der Pullback an die alte Unterstützung, was jetzt Widerstand ist, dürfte jetzt mehrere Wochen runtergehen. Macht da eine Woche eine bärische Bewegung, kommt wieder ran, kämpft 3 Wochen wieder mit der Zone und schafft es wieder drüber zu gehen. Dann wird man sagen, okay, toll, haben die Bullen ja wieder Stärke gezeigt und haben es geschafft, wieder diese Unterstützung sich zurückzuerobern. Dazu die 20-Wochen-Linie, ach, Pustekuchen, sofort wieder durchgerutscht, okay? Alles klar, ist diese Linie also doch nicht so aussagekräftig. Jetzt sind wir hier also an der fallenden Linie auf Wochenschlusskurs bei 14,30 und wie gesagt, horizontal im Bereich der 14 Dollar. Sehr bärisch, sehr überverkauft. Gucke ich mir an. Entweder drücken die Bären hier die Bullen noch an die 14 Dollar ran und lassen sie nicht mehr von der Linie wegkommen. Dann können wir unter die 14 Dollar fallen. Dann gibt es wieder nochmal eine bärische Bewegung, die interessant ist. Ansonsten sehe ich hier nichts. Wenn er weiterläuft, dann winke ich ihm zu und sage viel Spaß. Ich bin nicht mit dabei. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, ich glaube, unsere Devisenausgabe auf unserer Seite wird bereits
veröffentlicht worden sein von Tom. Wir haben morgen natürlich eine Einzelwetterausgabe für Sie. Silvio wird für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Und natürlich schauen wir morgen Abend wieder auf die Rohstoffe, dann aber früher und wie Sie es gewohnt sind gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr. Mein Name ist Hamed Esnachari und ich wünsche Ihnen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben. Und wenn Sie nicht gesund sind, ich wünsche Ihnen noch viel, viel, viel mehr, dass Sie hoffentlich bald genesen werden. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie Informationsdatern doch bitte gewogen.